Willkommen zurück zu einer Partie XCOM. Wir haben hier die Übersicht unserer Verletzten. Da sind einige wirklich extremst übel getroffen. 31 Tage weiterhin. Das ist überhaupt nicht schön. Ansonsten aber, wir haben aktuell wirklich jeden mit einem Beruf ausgestattet und können dementsprechend auf Leute zurückgreifen, die zumindest ein paar Skills schon mal haben. Ansonsten, wir können ganz kurz gucken, Foundry in 3 Tagen, Satellite in 5, Satellite Uplink ebenfalls, aber im Großen und Ganzen haben wir noch nicht allzu viel vor. Wie man sieht, nächste Research kommt erst in 13 Tagen und der Thermogenerator, der für unsere Story ja wichtig ist, der braucht, also nicht direkt, aber er ist halt der nächste Schritt, den wir brauchen, noch 21 Tage. Also das dauert alles noch so ein kleines bisschen, dementsprechend gucken wir einfach mal, 6... Sectoid Corpses könnten wir abgeben für ein Scientist. Das ist nicht viel. Das ist mir zu wenig. Dafür, dass wir fast die Hälfte. Wir haben nur einen Interceptor am Start. Das ist übel. Wir haben Eyes on the Bandit. Wenn der es nicht schafft, kriegt's keiner hin. Verdammt. Unable to sustain pursuit, target UFO, deshalb das sustain server. Das ist jetzt böse, denn keiner kann dem jetzt folgen. Alle sind kaputt. Dementsprechend können wir jetzt einfach mal zugucken. Alien Abduction Zeit, aber das ist nicht das gleiche, ne? Commander. We're receiving several urgent requests for assistance. There are abductions in progress at each marked site on the hologlobe. Das ist echt ein Problem, dass wir den nicht getroffen haben. China. Low Panic. Light 80 geht in Ordnung. Okay. Roadway. A long corridor with numerous vehicles. Dann würde ich sagen, hier nehmen wir jetzt wirklich mal einen Sniper mit. Da bin ich mir immer noch nicht so sicher, ob wir den Battlescanner wirklich mitnehmen sollten oder eher gucken. Dass wir was anderes mitnehmen. Medic ist ganz klar, also Tusken ist dabei. Und als Medic wirst du bitte andere Sachen mitnehmen. Und zwar die Health Kits. Dann, wir brauchen wie immer jemanden, der auch mit der Rakete umgehen kann. Perfekt ausgestattet hier. Assault könnte man mitnehmen. Jemanden mit der Schrotflinte. Die Frage ist, wenn es wirklich nur eine große Straße ist und ich denke, ich weiß, welche Map das ist, weiß ich nicht, wie clever das Ganze ist. Denn jemand mit Schrotflinte muss halt logischerweise nah dran sein. Bomber ist derjenige mit der Granate, genau. Granatenwerfer könnte nützlich sein. Wenn es einen 85 hat, man könnte das auf 90 bringen, wenn ich ihm noch den Laser-Sight geben würde, aber ich denke, das geht so. Rocketeer, ein Gunner. Wir könnten Baby Derp mitnehmen. Der hat Suppression. Das könnte vielleicht gar nicht mal blöd sein. Aber ich werde hier anpassen, ihm nicht die Granate geben, sondern die High Cap Max, damit er länger schießen kann. Und zu guter Letzt, wie gesagt, ich will den wie immer nicht mitnehmen. Einfach weil er nicht zu uns gehört und ich ihn auch nicht umbenennen kann. Rocketeer Engineer, ein Scout? Könnten wir einen Scout gebrauchen? Ist die gute Frage. Mal ganz kurz nochmal rüber gucken. Lightning Reflexes. Das könnte vielleicht gar nicht mal so schlecht sein, wenn wir die Person mitnehmen. Und ich werde hingehen. Granaten sind immer gut, aber ich habe Leute, die Granaten und Raketen um sich schleudern können. Und ich überlege wirklich. Denn unser Problem ist, wie gesagt, es ist eine lange Straße. Die Gegner könnten uns sehr leicht mit einem Overwatch einfach aufhalten. Da jemand zu haben, der zwar mit Lightning Reflexes trotzdem getroffen werden kann, nicht so wie im Original, wo er grundsätzlich einen Angriff dodgen kann. Aber ich überlege halt wirklich jemanden zu haben, der halt sowas auflösen könnte. Und die Frage ist halt gerade, vielleicht gewisse Gegner halt mit der Flashbang zu stunnen, könnte ebenfalls hilfreich sein. So, und jetzt zu guter Letzt nochmal hier. Den Aim-Bonus ist klar.
Und er hat Standard. Sie hat jetzt auch Standard Battle Scanner dabei, also werde ich das jetzt nicht mehr mit mir schleppen. Die Frage ist, was könnte man an der Stelle mitnehmen? Alien Trophy. Converse Daddy Fast Perk. Preventing Panic when you are wounded, when Ally is killed or wounded. Or Panic or when your Ally is loudly intimidating you. Das ist natürlich eine interessante Sache, aber dadurch, dass du ein Sniper bist, hoffe ich einfach mal, dass du weit genug wegbleibst. Dementsprechend sage ich einfach mal, einfach aus Sicherheit, nehme ich auch hier die High Cap Max mit, damit sie noch länger ballern kann. Oh. So viel zu der Aussage, dass der Battlescanner gelernt worden ist. Es wird nur hervorgehoben, wenn man den Battlescanner auch mitnimmt. Ist eh nicht so schlimm. Ich hoffe, damit kommen wir auch so zurecht. Und starten die Mission. Strike 1. Prepare for landing. Das Problem ist wirklich, dass dieses eine UFO nichts mit dieser Mission gerade zu tun hat. We're heading into China for the next operation. We're still seeing dozens of reported abduction attempts coming in from cities around the world. You'll be deploying at the site of the latest report. Da war aber die Audioqualität auch leicht unterschiedlich. Ansonsten nicht die Straße, die ich erwartet habe, aber auch eine, die interessant ist. Solid copy, Big Sky. Strike 1 is cleared to engage. Wir haben eine Map, die relativ lustig sein kann. Das Gute, es gibt hier wirklich einige Stellen, die Full Cover einem bieten. Aber es sind auch gleichzeitig nicht unendlich viele davon vorhanden. Die Frage ist, der Sniper, ja, will ich, denke ich, definitiv in die Mitte bringen. Denn von hier kann sie zumindest schon mal eine gute Ecke überblicken. Und ich werde hingehen, dadurch, dass ich kein Overwatch machen kann, mache ich Steady Weapon. Das ist Half Cover, das ist Half Cover, das Ding ist Full Cover. Jetzt erstmal gucken. Tusken könnte hier hingehen, dann wirst du das auch machen. Und Overwatch. Kai, du. Ist zwar noch etwas unfein, aber solange wir hier gerade eh niemanden sehen können, geht das noch in Ordnung. Du rückst wirklich auch hier mit vor. Und die restlichen, ja, du kannst auch noch ruhig dahin gehen und du sprintest. Denn da, wo du bist, kannst du eh nicht im Kampf teilnehmen. Geht also in Ordnung. Oh, wir haben wieder Fliegeviecher am Start. Das Problem ist jetzt hier, wir haben eine Menge, ja, unendlich viele Half-Cover nur. Das nächste Full-Cover würde erst das Dixie-Klo da wieder sein. Und das hilft uns nicht. So, du rückst bitte hier vor. Gut. Ich will sie hierhin bewegen. Einfach, weil ich das Gefühl habe, dass die eher von der oberen Hälfte kommen. Dementsprechend den Sniper dorthin bringen. Könnte schon ganz clever sein. Nächstes Problem ist ganz klar. Geh mal dahin. Ist zwar nicht schön. Aber wie gesagt, ich habe das Gefühl, dass die halt dort drüben sind. Okay. Und dementsprechend bewege ich sie auch alle dahin. Es klingt so, als würden die da oben irgendwo sein. Die kommen eher von der oberen Ecke, dementsprechend. Geh mal hier hin. Okay, du siehst nichts. Du siehst nichts. Dann rückst du bitte hierhin vor. Madame mit dem Raketenwerfer.
mal hier hin vor. Du rückst dahin vor, denn von der Position kann sie noch bei weitem besser sehen. Du bleibst hier und du rückst dahin vor. Damit kann jetzt auch jeder was theoretisch treffen. Aber es bleibt ruhig. Okay. Ich würde sagen, du gehst wirklich hier hin. Genau. So, und damit haben wir Gegner. Das Schöne ist, ja, sie kann Leute sehen, aber halt nicht sonderlich gut. So, die Frage ist, auf wen konzentriert man sich? Ich denke, es ist cleverer, erstmal auf den vorderen zu gehen, denn wie man sich vielleicht vorstellen kann, die sind sehr mobil und könnten uns vielleicht an Punkten erreichen, wo es unfein wäre. Kannst du irgendwas sehen? Oh. Kann er leider nicht. So. Das Schöne ist natürlich, wie gesagt, das beides kann man es ansehen. Einerseits Granaten können halt einfach durch Cover durchsprengen, andererseits zerstört es halt Cover, das wir vielleicht in der Zukunft gebrauchen könnten. Also kann beides ein Problem sein. So, die haben sich nur bewegt, keine ist Overwatch. Sehr schön. Das heißt, dadurch, dass du den sehen kannst, solltest du ihn auch sehen können, wenn er abhaut. Du hast nicht die besten. Oh, du hast für den da hinten eine sehr gute Möglichkeit. Also sehr gut. Über 50%. Das ist also in Ordnung. Meine Überlegung ist halt nur, wie gehen wir das an? Ich denke, Sniper sollte schießen. Nice. Das hat. Wow, das war ein Critical sogar. Okay, Überlegung ist wie folgt. Du gehst da drüber. Einfach, um jemanden zu haben, der nur verzeihbar reagieren könnte, falls sich jemand hinter dem LKW anschleichen wollte. Du kommst da leider nicht hin. Das ist doof. Das ist echt super doof. Aber ich kann damit aktuell leben, dass du da erstmal nur hin darfst. So, und die anderen gehen ebenfalls erstmal nur in Overwatch. Jo, verdammt. Okay. Ideal, komm. Nicht ideal, aber schon mal gut Schaden gemacht. Jetzt müssen wir nur gucken, dass der vielleicht nicht wieder hochgeheilt wird. So, und du kannst zwei Leute sehen. Aber nicht sonderlich gut. Das ist ein Anfang. Aber das Problem ist, die sind jetzt in Overwatch. Schieß mal bitte auf den Overwatch-Kollegen dort hinten. Das würde auch besser funktionieren. So, was wir jetzt versuchen werden. Oh nice, ich könnte da wirklich sehr gut schießen. Denn der Witz ist, ich könnte das Auto damit treffen. Das würde explodieren, würde ebenfalls Schaden machen. Jo, das machen wir. Oh mein Gott. Das war extremst daneben. Wir haben zwar ein Cover zerstört gehabt. Nee, also das war echt nicht gut. Und ich würde sagen, Sniper schießt einfach weiter. Der Schaden, der hinterlassen worden ist. Ja, und da beginnt die Heilerei. Verdammt, verdammt. Was habt ihr jetzt vor? Okay, der eine ist komplett lebensmüde. Was nicht schlimm ist. Zumindest für ihn. Ich schieß einfach.
Nice. Das war ein guter Anfang. Ja, das Problem ist, ich nehme halt oder muss halt zu viele Schüsse nehmen, die nicht sonderlich gut sind. So. Dann werden wir hingehen. Moment. Moment, warum hast du AP-Granaten? Ich habe mich schon die ganze Zeit gewundert, denn die Anzeige ist anders. Warum hast du AP-Granaten dabei? Du solltest richtige Granaten. Verdammt. Ich will nicht noch eine Rakete verballern. Ja, den heilen die jetzt weiter hoch. Ja, und hier haben wir definitiv eine problematische Situation. Wir kommen nicht an die ran. Nicht nur wegen dem Overwatch, sondern einfach, weil halt zu viel Low-Cover am Start ist. Und der bewegt sich jetzt da hinten. Okay, da sollten jetzt mehrere reagieren können, oder? Nee, die anderen beiden haben geschossen und geworfen. Verdammt. Schön. Schöne Zusammenarbeit. Ja, und da kommt's. Oder, und da geht's wieder. Also, in der Theorie hat man gesehen, wie weit die theoretisch fliegen könnten. So, das Problem ist, der da hinten hat natürlich wieder... Ist so doof, dass der den so überhaupt nicht sehen kann. Denn aktuell ist er wirklich an der Position... Oh, verdammt, keine Munition mehr. Der Kollege hat sich nicht bewegt. Wäre hier mehr Fullcover, könnte man sich bewegen, aber... Okay, Madame. Ich denke, das ist wirklich das, was ich machen werde. Ich werde weiterhin mit den vordersten Leuten Overwatch schauen, damit sie nicht zu nahe kommen können. Und Madame Sniper. So ungenau, wie sie leider manchmal ist, aber das liegt halt wirklich daran, dass er im Fullcover hockt. Schießt trotzdem einfach weiter. Ja, jetzt ist er wieder voll. Ich weiß leider nicht, wo die anderen sind. Die kommen so überhaupt nicht aus dem Nebel raus. Oh oh. Ja, jetzt ist das Problem. Er ist voll wieder hochgeheilt. Und jetzt wird er auch wieder aggressiv. 44% würde ich gerne anpassen. Ja, unser Problem ist, dass der mit den Granaten in der keine wirklichen Granaten hat. Oder beziehungsweise die Granaten, die ich mir erwünscht hatte. Entsprechend. Ja, ich könnte logischerweise probieren, mit ihr vorzurücken. Ich könnte versuchen, das zu triggern, aber. So richtig bringen tut es das natürlich auch. No, nice. Jupp, dann darfst du auch gleich mal nachladen. Das Schöne ist, ich werde jetzt mit ihr vorrücken. Da hinten. Interessanterweise. Der Kollege sieht, ist in Fullcover, dachte ich. Nee, weil das Ding abgesenkt ist, ist das nicht in Fullcover. Verdammt. So, nächste Aufgabe ist klar. Wunderbar. Damit können wir uns jetzt nämlich endlich mal so ein bisschen vorbewegen. Die Frage ist, wohin? Hier ist definitiv erstmal die sicherste Stelle. Ja, von hier kann er leider nichts mehr sehen. Das hatte ich mir schon so ein bisschen gedacht. Aber so haben wir wenigstens jemanden, der so ein bisschen da die Sicherheit geben kann. So, dadurch, dass du geschossen hast, musst du in Overwatch gehen. Jemanden, der direkt darauf schießen könnte, falls er zu nahe kommt. Ja, und da sind noch mehr... Ja, das ist zugegangen, okay. Der hat sich bewegt, verdammt. Alle sind im Overwatch. Das Schöne ist ja, der ist zum ersten Mal dort hinten nicht gebufft worden. Ja, aktuell kann ich mich nicht wirklich bewegen.
Könntest du um die Ecke? Nope. Also, er guckt nicht raus, um rein zu dahin werfen zu können. Ja, öffne einfach das Feuer. Und da kommt der Rest. Man hat gesehen, dass er da hingeschossen hat, wo die 4 ist, aber getroffen hat er das Model dann trotzdem irgendwie. Lustig, wir haben einen davon getroffen, aber deren Animation, dass sie gedeckt worden sind, kam erst jetzt. Hoho! Wir fangen mit dem Mindfray an. Das ist unfein. Okay. Jetzt wird sich wegbewegt. So, und jetzt gucken wir mal. Jetzt. Probieren wir es. Ja, wie gesagt, mir gefällt es nicht, dass ich nur so 60% als Bestes hinbekomme und diese Schüsse halt versuche zu nehmen. Aber unser Problem ist, dass wir wirklich keine besseren Schüsse bekommen, scheinbar. So, gehen wir da raus. Gut, damit hast du nämlich jetzt den ebenfalls im Blick. Ich überlege, wie man und wann man die letzte Rakete nutzt. Aktuell? Das schön gewesen wäre, wenn der andere Sektoid hinter diesem Kasten geblieben wäre. Vielleicht ist der jetzt weggelaufen ist. Ist das alles noch nicht so richtig, das was sein sollte. So, ich überlege, wie man am besten weiter vorrückt. Sie ist da so ganz abgeschlagen und keiner kann so wirklich zu ihr hinkommen. Muss einfach aufpassen, dass sie halt nicht überrannt wird. Gerade weil ihr jetzt demnächst auch die Munition ausgehen wird. Okay. Irgendwann wird ihr da das Problem kommen, ja. Ich hatte zum zweiten Mal, glaube ich, das Magazin leer geballert. Was beeindruckend ist. So, übrigens, hier kommt man schon nicht mehr hin. Hier ist die Kante. Es sind nur noch zwei Leute zu sehen. Am liebsten wäre mir natürlich erstmal ihn zu treffen. Weiterhin nicht etwas, was mir gefällt. So, wie sieht's denn aus? Kein Overwatch, aber die da hinten haben Overwatch. Du bist weiterhin der, der den im Schacht halten soll. Und du gehst einfach mal mit da drüber. Du bist weiterhin der, der irgendwie versucht, den zu treffen. Oh mein Gott. Das ist bestimmt irgendjemand, der da hinten arbeitet, der um ihn niedet. Okay, die sind ja ebenfalls noch da. Das Problem ist, diese ganzen Schüsse sind Herausforderungen. Irgendwann treffen sie nämlich und dann wird's böse ausgehen. Oh oh. Mhm, und damit kommen wir zu einer Fähigkeit, die wir so bisher noch nicht gesehen haben. Und zwar, sie können sich umlockieren. Blockieren. Zu einer anderen Position bringen. Und das ist ein Problem. Das ist so ein großes Problem. Du kannst angeblich jemanden volle Möhre sehen. Nice, aber das hilft uns gerade so überhaupt nicht. Könnte dich jemand sehen? Ja, theoretisch. Aber wir müssen den da hinten umnieten. Risiko, aber Risiko, dass ich eingehen musste, denn ich kann niemanden halt dort stehen lassen. 1% nur, verdammt, weil der eine da weggerannt ist. Ah, verdammt. Dementsprechend kann ich dort niemanden treffen. Schieß bitte einfach dorthin. Und triff mal bitte. Okay. Weiß jetzt nicht, wie clever, wie gut oder wie schlecht das war, aber ich nehme das aktuell einfach mal an. Du gehst bitte hier rein.
dass falls nämlich jetzt jemand näher rückt. Prozent weiterhin, weil der Hunker down hat. Okay. Aktuell ist wirklich reine Vorbereitung. Oh, das Fahrzeug ist nicht in die Luft gegangen. Gut. Wunderbar, endlich mal getroffen. So, der kleine Giftzwerg war nicht im Overwatch, der hat geschossen. Dementsprechend rück wieder vor. So. Meine Frage ist, wer macht was? Du hast angeblich jemanden 89%. Yo! Weiß nicht, ob das vielleicht zu viel gewesen ist, was ich jetzt hier schon an. Ja, jetzt gerade eben hat sie Promotion bekommen. Ideal. Nope, falsche Taste. Dementsprechend. Gerade so nicht. Meine Überlegung ist, was ich machen könnte. Oder was ich machen sollte. Die Überlegung ist natürlich vorzurücken. Irgendwie auf irgendeine Art und Weise. Aber ich weiß ja noch nicht hundertprozentig wie. Okay, du hältst ihn erstmal fest. Gefällt mir alles noch nicht so richtig. Einfach weil mir der nächste Schritt nicht wirklich möglich ist. Ich könnte theoretisch mit Suppression ihn versuchen festzuhalten. Das Problem ist, wenn jemand Suppression nutzt, ist er im Freien. Er ist also besser zu treffen. Und dementsprechend will ich das nicht riskieren. Unser Medic ist derjenige, der logischerweise nicht waghalsig losrennen soll. Ich denke, das ist nachvollziehbar. Aber rück mal dahin vor. Meine Überlegung ist halt... irgendwie näher ranzukommen. Und ihn dann halt versuchen, irgendwie rauszudrücken. Oh, er musste nachladen. Jetzt sprengen wir dir alles weg, was du in der Umgebung hast, und dann gehst du flöten. Wunderbar. Und du stehst jetzt komplett im Freien, also. Verfehlst du trotzdem. Another day, another successful operation. Gut gemacht. Missions go as well as this one did. The aliens don't stand a chance. Mio Robot hat den Spitznamen Roadblock bekommen. Und Mind Control. Difficulty technique that, if successful, grant control of the target for 3 turns, does not work on robotic enemies. 5 turn cooldown imposes 12 hour fatigue after mission. Oha! Ein Psionic Skill. Das ist heftig, aber wie man sieht, jedes Mal, wenn man einsetzt, gibt es automatisch Probleme. Suppression will ich ganz bewusst nicht haben. Ist zwar ganz nett, aber nope. Snapshot for Snipers. Removes the Sniper. Restriction on firing on Overwatch after taking costly action. Nee. Oh, Moment. For Sniper, removes the Sniper Rifle. Restriction on firing and Overwatch after taking a costly action. Any shots taken after using any costly action suffers a minus 10 penalty. For Rocketeers, reduces the aim penalty for launching a rocket after taking a costly action. Das klingt auch wieder ganz gut, oder? Lass uns mal ganz kurz durchlaufen für den Rocketeer, denn das sind wir. For Rocketeers, reduces the aim penalty for launching a rocket after taking a costly action. Ist das clever? Also, Mind Control ist natürlich cool, aber wie man sich vielleicht vorstellen kann, auch relativ riskant. Und gerade wenn man jemanden übernimmt, das ist eine gute Frage, haben sie den Bug gefixt? Ich gehe mal von aus. Und zwar, in der Vergangenheit gab es den Bug, wenn man einen Alien übernommen hat und das Alien von anderen Aliens dann getötet worden ist, dann hat das
gleiche Auswirkung gehabt, als hätte man einen richtigen Teamkollegen verloren gehabt. Das heißt also, es konnte passieren, dass wenn man halt Alien übernimmt, dass Alien drauf geht, dass deine eigenen Leute in Panik geraten, weil der dann halt als Teammitglied angesehen worden ist. Teammitglied kann Panik auslösen und das war halt super doof. Ich gehe davon aus, dass sie es mittlerweile gepatcht haben, aber das war so eine Sache in der Vergangenheit. Auf jeden Fall, die Sache ist, wenn jemand das einsetzt, dann wird er definitiv Fatigue bekommen, wird also länger ausfallen und dann kommt halt noch der nächste Punkt, dass jedes Mal, wenn man jemanden übernimmt, ist halt die Chance eh super hoch, dass der einfach umgenäht wird von den anderen Aliens. Dementsprechend, ich mache Snapshot. So, Tusken hat ebenfalls ein Level Up Sharpshooter plus den Critical Chance in All Situation plus dem Aim. Jetzt Enemies in Full Cover, ganz nett, aber halt, wir haben einen Healer, der braucht das nicht. Executioner Converse plus Tame Aim plus Tame Critical against Targets at or below 50% Health und wir nehmen Revive, ist ganz klar. Das ist die Aufgabe eines Medics und Lance Corporal für Panzer Skank. Heißt Sharpshooter, wieder plus 10 Aim in Full Cover, vielleicht gar nicht mal so blöd. Primary Weapon, receive one additional shot or burst before reload is required. Das ist natürlich nicht schlecht. And you may reload your primary weapon at the first action of your turn without ending your turn. Holy shit. Sharpshooter oder Lock and Load? Lock and Load ist natürlich geil, einfach weil man wirklich einen weiteren Schuss nehmen könnte. Das heißt also, gerade in der Verbindung mit High Cap Magazines könnt ihr so lange schießen. Ja. Das gab nochmal Genauigkeit dazu und HP. Holy shit. Das war ordentlich. Nochmal 2 Sectoid Corpses, 5 Floaters und 2 Melt. We will be in touch, Commander. Wir machen weiter, denn es gibt auch nichts, was sonst anfällt. Weiteres UFO. Wir haben keine Interceptor. Das ist echt böse. Und es ist gelandet. Das ist gut. Das ist sehr gut. Denn jetzt können wir einfach hingehen und den so auf die Nase hauen. Riparian, Light and Moderate. Vegetation. So, wir haben... Ja, nehmen wir Carpo mit. Dein Skill ist... Holy shit, du hast viele Battlescanner. Hast du die Battlescanner durch den Skill? Jupp. Light him up. Und Sharpshooter. Haha. Ich werde hingehen. Und auch hier die... Kriege ich auch hier einen? Gib dem... Jupp. Einfach gerade durch Light him up. Denke ich, ist das relativ clever. Einfach weil er mehr schießen kann, ohne halt Reaktion und halt mehr Genauigkeit. Ich denke, das ist relativ gut. Als nächstes, Kufa Ninja Cat ist wieder dabei, das heißt also, wir haben unseren Medic am Start. Wir haben, ja, er ist im Wald gelandet, das ist doof. Wald ist wieder halt nicht wirklich was für ein Assault, wir nehmen Rocketeer mit und dann halt auch hier wieder kurz anpassen. Dass halt wirklich das Richtige dabei ist. Und eine Sache will ich ganz kurz nochmal gucken. Okay, Shredder Rocket würde Shredder Sachen geben und ich kann leider das so nicht nachgucken. Schade, schade. Okay, ich will aber halt, Shredder Rocket ist nett. Nehmen wir aber die Granate mit. Er hat gute Genauigkeit, das ist echt schick. Als nächstes Engineer. Ist es clever, nochmal einen Engineer mitzunehmen? Ich denke ja, aber ich werde die Kombination diesmal ein bisschen anpassen. Und zwar richtige Granaten, aber das eine Laserzeit, damit sie auch auf 91 Genauigkeit kommt. Dann haben wir einen Sniper am Start. Nope, uns fehlt Sniper. Ein Sniper nur zu haben, ist nicht gut. Also, dass wir vielleicht demnächst mal gucken, dass wir vielleicht nochmal ein paar Leute hinzurufen. Um denen halt die Möglichkeit ebenfalls zu geben. So, und hier gehen wir wieder hin. Jemanden mit High Caps. Gute Genauigkeit. Das sieht gut aus. So, was fehlt? Das ist die gute Frage. Vielleicht fehlt uns wieder ein Scout. Scout wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht, damit wir gerade solche Situationen wieder auflösen können. Lightning Reflexes, genau, das ist gut. Und Flashbang war eine nette Idee, aber ganz ehrlich, ich habe es nicht genutzt. Dementsprechend nehmen wir hier Laser Sight mit. Und
Ich glaube, vielleicht gar nicht mal so blöd, ihm vielleicht nochmal ein bisschen HP zu geben. Denn, wie gesagt, Lightning Reflexes, gucke ich einfach nochmal ganz kurz, um das sicherzustellen. Ja, 90% und 70% bei weiteren Schüssen, die kommen. Ist also nicht unverwundbar, so wie im Original. Dementsprechend ihm halt vielleicht noch ein HP mehr zu geben, könnte helfen. Listen up. We're going to be dropping you deep in the Nigerian interior for the next operation. Reports indicate the UFO set down in a sparsely populated area. We need to stay sharp and eliminate the invaders. Roger that, Big Sky. Strike one, you are green to deploy. Approach with extreme caution. Current enemy status at the site is unknown. Mhm. Unser Problem ist, wie gesagt, die sind gelandet. Das heißt also, eventuell sind da mehr Leute drin. Die sind vielleicht schon rausgegangen. Wir müssen definitiv aufpassen. Gleichzeitig, was ich ein bisschen schade fand, als wir nämlich gelandet sind, konnten wir schon das UFO sehen und eine Meldstation. Die sehen wir jetzt hier leider so gar nicht. So, wie immer Problem im Wald. Wir haben nicht unbedingt viel Cover-Möglichkeiten und die wir haben, sind nicht immer Full-Cover. Dementsprechend jetzt halt für diese allererste Runde werden wir hingehen. Und werden die erstmal... Oh, da ist dann doch das schon. Ui, never mind. Da ist die Tür. Ja, mach ruhig Duster, lieber. Ist zwar nicht geplant gewesen, aber gut. So, die Frage... Oh, wir hören schon wieder Floater. Oh, shit. Oh, boy, shit. Oh, no. Ganz böse Situation hier. So, und wieso kannst du jetzt bitte nicht bis dorthin schießen? Unser Problem ist ja natürlich, ich will... Warum schießt du nicht bis dorthin? Come on, das ist nicht weit. Ding, unser Problem ist klar. Hier könnten jederzeit weitere rauskommen und die Chance, dass wir flankiert werden, ist hoch. 71%. Zwei Schaden nur, wow. Das ist echt doof. So, ich muss wenigstens ein paar übrig lassen, die... in den Overwatch gehen. Oh, come on. Okay, für jetzt musst du einfach mal Overwatch gehen, damit wir so gewisse Sicherheit haben. Ich hätte lieber die Rakete geschossen, aber aus irgendeinem Grund schafft er es nicht, diesen da oben, da hinten zu treffen. Oh, wow. Und da sieht man, wie übel es ist, wenn Leute nicht im Cover sitzen. Das ist echt ein Problem jetzt gerade hier. Drei Schaden. Der macht drei Schaden nur. Nice. So, Idee ist... Jetzt geht's auf einmal. Warum auch immer. Wunderbar. Heading there now. Er ist in Sicherheit. Du stehst vollkommen im Freien. Nailed him.
So, schön wäre natürlich gewesen, wenn man hier die Tauschen hätte lassen können, aber... Genau. I'm on it, Commander. Du musst Overwatch gehen. Und du... Du bleibst hier hinten. Ich traue mich nicht vorzulaufen. Einfach, falls ich was weiteres trigger. Oh! Drei von denen! Wo hat er sich bitte geschützt? Das ist ein Vieh, das kein Cover nehmen kann. Oh wow. Wir haben extremste Probleme. Ja, du hau ab von mir aus. Ist mir so recht. Oh. Und dann kommen natürlich auch noch die nah. Oh Gott, da sind drei Stück wieder. Okay, dann werden wir die Dinger mal aus der Luft holen. Hoffe ich. Sehr schön. So, und wenn jetzt vielleicht noch jemand... Oh Gott, der trifft die so überhaupt nicht. Oh boy. Der hat die beste Chance. Der hat aber auch die beste Chance, gleich flankiert zu werden. Nope. Du gehst bitte hier hin. Jetzt sieht er natürlich nur noch die beiden Nasen. Du Ding-Dong-Day, das ist ja unglaublich. So. Du hast das große Problem, dass du vielleicht gleich drauf gehst. Ich kann aber auch nicht hingehen und dich unbedingt zurückziehen lassen. Alter! Ich kann nicht so einen Seeker gebrauchen, der hier rumfliegt und macht, was er will. Ich habe so Angst, dass der einfach nicht trifft. Treff! Yes! Meine Fresse. Du musst auch hier weg. Du musst da sowas von weg. Wohin kann ich dich schicken? Meine Angst ist, dass sie gleich drauf geht. Das Problem ist, ich kann sie nicht großartig wegschicken. Oh, du hast noch nicht geschossen. Okay, Overwatch festhalten. Nein, verdammt. Und dann triffst du nicht mal. Grrr. Triff doch bitte. Wow, der haut ab. Oh boy, der kommt natürlich auch noch in eine Position, wo er richtig schön weit weg ist. Oh shit, da sind noch mehr. Oh verdammt, ihr trifft auch noch. Ja, Spiel. Ich muss erstmal wieder die Animation spielen, dass hier irgendein Ding-Dong ist. Ich habe echt großes Problem aktuell. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß, dass du flankiert werden kannst, aber ich kann nichts machen. Ach, scheiße, der ist so weit weg von einem anderen. Du siehst nur den einen dort. Ja, du bist so gut wie tot. Entsprechend heil dich selbst. Du kannst dich nicht bewegen. Du bist in einem Problembereich, wo ich nicht weiß, was ich machen soll. Und du kannst... Ach, du kannst den sogar relativ gut sehen. Mit 84%, aber du machst nicht genug Schaden. Und wenn du getroffen wirst, ist Sense hier. Okay, damit ist er in einer besseren Situation. Aber auch immer noch keiner guten. Geh mal bitte. Ist alles problematisch. Der könnte einfach hier herumfliegen und könnte uns sowas von fertig machen.
designated coordinates. I'm on the move. Das alles hier ist nicht schön. Meine Befürchtung ist schlichtweg, dass ich gegen den da oben gleich jemanden verlieren werde. Weil ich niemanden habe, der reagieren kann. Und alles, was ich habe, was reagieren kann, okay, der haut ab. Das ist ein großes Problem. Es ist zwar gut, dass er nicht angreift. Und bye bye. Ich hätte vielleicht... Ich kann jetzt nicht Leute brauchen, die Panik schieben. Wow. Ja, das ist ein Problem. Ach, come on. No way that just happened. Heading to that location. Wow, wo ist der hin? Ist der komplett abgehauen oder was? Also Problem ist natürlich auch noch, dass jetzt der Medic draufgegangen ist, ne? Come on, triff ihn, töte ihn. Einer von zwei Schritten. Was? Oh, wow, der ist tot. Kann nichts machen. Unser Medic ist draufgegangen und ich wüsste nicht, ob der halt wiederbeleben kann. Ich glaube nicht, dass es eine Mission ist, die wir schaffen werden. Schaffst du den? Vermutlich nicht, halten fest. Das ist ein Anfang. Sehr gut. So, meine Angst ist einfach, dass der irgendwann halt meine Leute von hinten angreift. Tja, du schreist natürlich nach dem Tod. Okay, der bewegt sich nicht, das ist gut. Well, und Nummer 3. Das macht das Ganze sehr, sehr schwer. Oh shit, wenn der daneben ballert, tut er nicht gut. Huff, 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 huff. War wieder ein sehr guter Schuss. Haut er ab. Yep, das ist ein Problem. Tja, du wirst leider drauf gehen. Da werde ich nicht viel gegen machen können. Nachladen. Vorrücken. Und nachladen. Overwatch. Und bye bye. Was? Oh, das war ein schönes Geräusch. Das war alles so richtig, richtig schlecht. Bleib mal da. Du lädst nach. Du gehst Overwatch. What's making that noise? Oh, guten Tag. Ach, come on, der ist komplett frei. Okay, er kommt angeflogen, regt sich auf und macht nix. Kriegst du den? Wenigstens ein paar Leute, die wissen, wie es funktioniert. Rück mal leise vor. Geh
geh du mal darüber. Weil der ist irgendwo da oben in die rechte Ecke geflogen. Ich weiß nicht wohin. Weiß nicht, wie clever es ist, dahin zu gehen, wo Compu Freak bereits drauf gegangen ist. Aber gut. Das Schöne ist, wir haben ja noch einen mindestens weiteren, der da noch drin ist, ne? Und zwar der Outsider. Jungs, wir haben da noch einen draußen herumlaufen. Das ist uns aktuell so ein bisschen Wurst. Oder ist der abgehauen? Weil er könnte ja einfach weggeflogen sein. So, du gehst mal bitte einfach hier vor. Ich will die einfach alle ein bisschen nahe beieinander haben. Und logischerweise diesen einen finden, der noch draußen am Rumfliegen ist. Ja, der könnte wegteleportiert sein. Das kann sein, aber halt... Dieser Annahme möchte ich halt nicht einfach so hinnehmen. Das wäre mir zu riskant. Kann der da hinlaufen? Ist das eine Ecke? Oder ist das... Nee, das ist leider einer zu früh. Verdammt. Gehen wir darüber. Das ist jetzt echt doof. Das ist echt jetzt richtig doof. Ich warte mal noch eine Runde. Oh oh. ¿Qué ha sido ese sonido? ¿What? Ha? Ya no es una amenaza. Also, ich hab den nicht gesehen. Ich hab den erst gesehen, als er drauf gegangen ist. Okay. Ha. Huh. Keine Ahnung jetzt, ne? Boy! Ah, du kommst dann trotzdem da nicht hin. Dann läufst du da trotzdem hin. Gut, dann bereiten wir uns halt jetzt darauf vor, uns Richtung Schiff zu bewegen. Vielleicht ist der wirklich einmal so komisch drum rumgeflogen. Das ist ja möglich. Ich möchte aber trotzdem, dass du da hinten noch hingehst. Ja, hier so allzu viel ist nicht mehr. Da hinten ist auch schon das Schiff. Befragt mich nicht, warum die nicht das Schiff angreifen, aber... Gut. Dash mal darüber. Ich weiß, es ist vielleicht nicht so clever zu versuchen... Also es wäre clever zu versuchen, sagen wir es so rum, einen vielleicht wirklich hier von der Seite reinlaufen zu lassen. Das Problem ist nur, ich habe noch drei Leute. Das heißt also, allzu viele Sachen sollte ich vielleicht nicht riskieren. Dieser eine doofe Baumstumpf da ist nur. Okay, geh aber bitte trotzdem mal dahin. Das gefällt mir alles so überhaupt nicht. Der ist melt, wunderbar. Dann gehst du da bitte auch hin, weil das Fullcover ist. Du gehst dorthin. Und du, das ist zwar vielleicht ein bisschen risky hier, aber was soll's, rush mal bitte dahin. Ist natürlich doof, dass da Wasser ist. You don't say. Wir sind hier nicht alleine. Wer hätte das gedacht? Wow. Und du bleibst bitte erstmal hier. Einfach aus Sicherheit. Ja, der ist da drin. Das wissen wir jetzt alle. Ja, dadurch, dass die gelandet sind, ist da drin auch alles intakt. Also wenn wir uns ein bisschen clever anstellen, können wir hier viele Sachen mitnehmen, die wir gebrauchen können in der Zukunft. Noch nicht jetzt, aber in der Zukunft. So, du bleibst mal bitte dort an der Ecke. Du gehst hier hin. Siehst immer noch nichts. Meine Fresse. So, und du? Da könnte man bitte das... Danke. Ich gehe jetzt hin und versuche, die ein bisschen aufzuteilen. Denn bisher sieht keiner irgendwas. Der
Ist da irgendwo? Ja, wir wissen es, aber... Ich will trotzdem, dass du erstmal dort bleibst. Du sollst dort bleiben. Und der Kollege... Dasht mal dort dann hin. Gut. Und dann werden wir jetzt gleich mal reagieren. Und gucken, wie viele beide raufgehen. Denn die Chance, dass hier jemand wirklich noch drauf geht, ist weiterhin gegeben. Guten Tag. That looks like the primary power source for the alien craft. I could only hazard a guess as to the amount of power it would have to be generating to propel that ship. I'd watch your fire down there. That equipment could be highly unstable. Mit highly unstable meint er, falls jemand eine Granate dagegen wirft, dann geht dort den kaputt. Gehen wir dorthin. Du siehst die Backe nicht. Was ist denn los? Wow. Geh mal hier hin. Geh mal bitte Steady Button. Wow, der kann sich... Come on, jetzt muss aber jemand wenigstens ein bisschen Schaden. Nice. Ich weiß, er kann sich regenerieren, aber jeder Anfangsschaden ist schon mal gut. Oha. Definitiv. Dass du halt so überhaupt nicht siehst, ist beeindruckend schlecht. Ich weiß, ich könnte näher ranschicken, aber das ist halt Risiko, ne? So, du bist einfach mal weiterhin derjenige, der halt nichts macht. So, von wo müsste ich hingehen? Ich könnte den von da flankieren, aber das ist natürlich riskant, ne? 92%! Holy moly! Ja, weil der nur Half-Cover gegangen ist. Yep. Nice. X-ray operational objectives completed. Also die Mission war heftig. Das große Problem war wirklich Wald plus viele Gegner. Und dieser eine, der nach hinten gesprungen ist, der hat ziemlich viel auseinandergewirbelt. Dementsprechend 3 Tote. Something we could have done, some aspect of our research that we perhaps overlooked. Das klingt jetzt zwar nach einer blöden Aussage, aber wenn man überlegt, dass irgendein Wissenschaftler sich halt die Schuld dafür gibt, dass 3 Leute draufgegangen sind, das ist dann halt schon wieder was Heftiges. So, 2 Leute haben trotzdem Beförderung bekommen, und zwar wieder Lock and Load, können mehr schießen und nachladen. Beendet nicht automatisch ihr Zug. If an Overwatch converts a bonus reaction shot to a maximum 3 shot total for every reaction shot that is a hit. Das ist natürlich extrem cool. Aber du bist halt eher der mit der Rakete. Und Steady Fast Never Panic. Du gehst auch wieder mit Luck and Load. Ist so ein bisschen langweilig, wenn man immer wieder das gleiche nimmt, aber... Das Spiel kann ja entscheiden, was ich kriege. Ist ja wirklich alles zufällig hier, oder zum gewissen Punkt. Rapid Reaction für jemanden, der Lightning Reflexes bereits hat. If an Overwatch converts a bonus reaction shot... 3-mal. Sharpshooter plus 10 Crit und plus 10 Aim against enemies und Full Cover. Und Holo Targeting. Shooting at or suppressing enemies also converts plus 10 Aim to allies attacking on those enemies. Und das ist eine relativ coole Sache, die ich ihm vermutlich sogar geben werde. Denn er ist eigentlich jemand, der immer relativ weit vorne sein sollte. Und wenn er einfach auf die Gegner ballert, dann könnten wir Snipern und anderen eine bessere Möglichkeit geben, dass diese dann nachträglich auf ihn schießen und vor allem treffen können. Und 3 Leute sind draufgegangen. 5 Loader, 2 Melt, aber hier 2 Flight Computer Power Source und diese Seeker Racks, das ist gut. Commander. We've suffered a number of casualties and haven't found suitable replacements yet. We need to start hiring additional soldiers through the barracks. Yep, wir haben jetzt einige Leute verloren. Wir haben immer so 40 am Start gehabt. Dementsprechend gehe ich jetzt auch wirklich hin, gebe diese 100 aus, was zwar ein bisschen übel ist, aber ich werde neue... Ich müsste eigentlich 150 ausgeben, um auf die 40 wieder zu kommen. Wir haben 3 verloren, wir hatten... Weißt du was, ich hole einfach erstmal nur 3 für heute.
Ja, und das war's. Wir haben zwei Missionen wieder gehabt. Wir haben jetzt schon einen Scrollbalken bei der Übersicht der Toten. Und das ist dann halt schon doch leicht heftig. Wir hatten Leute verloren, die viel Kills hatten. 6 Kills, 7 Kills. Boah, das ist echt übel. Aber gut, ich verabschiede mich. Beim nächsten Mal müssen wir uns einfach besser anstellen. Und bis dann.